So Leute, da sind wir beim diesmonatigen Blacky Talk. Blacky Talk heißt, ich suche mir ein Thema raus und rede darüber. Und dieses Mal ist es ein Thema, was mir durch den Podcast bewusst geworden ist. Wir haben im Podcast Radio Ravnica eine Rubrik, die nennt sich Ask Us Anything. In diesem Ask Us Anything stellen sich Gamery, aka Robin und ich euren Fragen. Egal, persönliche Fragen wie Musikgeschmack oder irgendwelchen Fragen wie, ey, was haltet ihr denn von amerikanischen Magic-Preisen oder sonst was? Und da ist mir aufgefallen, wir haben eine Menge Fragen von Anfängern, die gefragt haben, wie man mit Magic anfängt. Ich arbeite ja im Local Game Store, wo ich auch gerade sitze und wo ich gerade dieses Video hier drehe. Und auch dort kommen Leute rein und sagen, hey, ich habe von diesem guten Spiel gehört, das nennt sich Magic the Gathering. Ich möchte da gerne einsteigen. Wie mache ich das denn? Und das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Ich hatte einen Blacky Talk gemacht über, wir haben zu viele Produkte. Ja, muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Allerdings ist das hier jetzt ein bisschen die andere Richtung. Und zwar wirklich die Frage, wie kann man überhaupt noch in Magic einsteigen? Ich glaube, das ist aktuell fast unmöglich. Es gibt mehrere Probleme, vor denen ein Neukömmling, ein Neueinkömmling steht. Erstens, er braucht Freunde. Das klingt trivial, ist aber in der Corona-Zeit gar nicht so einfach gewesen. Spielegruppen, Leute, die einen dahin treiben oder sonst was, private Kontakte. Oder er muss sich aus irgendwelchen Gründen aus Versehen Magic Arena runtergeladen haben. So, eins von beidem. Der nächste Punkt ist das Problem der Formate. Weil auch wenn diese Person sich dann zum Beispiel Arena runtergeladen hat, kommt dann hier in den Laden und sagt, ich würde gerne ein paar Karten da kaufen, dann sitze ich da und denke mir, ja cool, ich kann dir Commander Decks verkaufen. Oder Collections Green und Black oder hier irgendwelche Booster, aus denen du nichts bauen kannst. Oder komplett andere Formate, wie zum Beispiel, wie gesagt, Commander, Jumpstart, irgendwas. Wo ich sage, schwierig. Dann gibt es das Problem mit den Produkten. Das werde ich nur ganz, ganz kurz ansprechen, beziehungsweise habe ich jetzt gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Das Problem der Formate ist ganz einfach, dass es super schwierig ist, Leuten aktuell zu erklären, welche Formate sie spielen können, wollen, wie sie sie spielen und vor allem, welche Formate es überhaupt gibt. Es gibt ja so viele Fan-Favorites-Formate. Ich hatte ja auch selber schon das Blacky Talk gemacht über, welches ist das beste Format. Neulich haben die coolen Jungs von Nackt und Rosa einen kompletten Podcast dazu gewidmet, über was für Formate gibt es, Fan-Favorite-Formate und ähnliches. Super, super cool. Also wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt oder das von Nackt und Rosa, schaut auf jeden Fall rein, gerade wenn es um Formate geht. Hammer, deswegen werde ich es nur ganz, ganz kurz ansprechen. Ähnlich auch nur ganz, ganz kurz ansprechen, das Problem mit den Produkten. Es ist ganz, ganz viel, dass, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich Leuten teilweise nichts mehr verkaufen kann oder sagen kann, hier, du kommst her und möchtest das Produkt haben, was kannst du mir empfehlen? Ich hänge da, ja, was spielst du denn? Und dann sagen die, ja, das weiß ich noch nicht, ich möchte erstmal anfangen. Und dann wird es schon wieder schwierig. Und das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Weil eigentlich ist Magic ein sehr gutes Anfängerprodukt gewesen, früher immer. Wir hatten die Starterdecks, wir hatten die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, indem wir sehr, sehr coole Bildchen auf Starterdecks hatten. Mit diesen 60-Karten-Decks hat man dann ein bisschen mit seinen Freunden rumgeplänkert und hatte dann ein bisschen Spaß und hat die dann verbessert und hat dann irgendwann herausgefunden, hey, es gibt in der Umkreis Turniere, dann ist man aufs Turnier gefahren, dann hat man den Du-Du-Du-Finger bekommen, gesagt bekommen, nee, du darfst nicht mitspielen, weil du spielst ja keine Standardkarten. Da haben sich überlegt, was ist denn Standard? Und so kam man dann auf Standard und dann kam man auf die anderen Formate. Aber ganz im Ernst, so wie es aktuell ist, finde ich es super schwierig. Dann gehen wir die aktuellen Sachen durch. Du hast entweder, wie gesagt, Freunde, die dir das Spiel beibringen. Dann spielen die wahrscheinlich Commander oder irgendein Turnierformat, weil Casual gibt es nicht mehr. Oder du spielst Arena. Du kommst als Arena-Spieler in den Laden. Mittlerweile kann ich sagen, okay, es gibt doch immer noch Challenger-Decks. Da oben stehen, glaube ich, welche. Challenger-Decks kann man immer noch machen. Gar kein Problem. Ist ganz cool. Aber ja, dann hört es halt auf. Wenn du nicht genau diese vier Challenger-Decks spielst, die eh demnächst rausrotieren, schwierig. Ja, okay, ich kann dir hier dieses Commander zeigen, das ist total cool für Casual-Leute. Ja, aber ich will auch Standard spielen. Ja, dann kauf Booster. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Oder auch Leute wirklich dazu zu bewegen, so, hey, ich würde gerne mit Magic anfangen, was kann ich anfangen? Wir haben diese wunderschönen Starter-Decks da oben. Die sind großartig. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Das habe ich, glaube ich, noch nicht aufgemacht auf dem Channel. Muss ich auch noch machen. Aber das ist ganz cool, aber da hört es dann halt auch auf. Das Power Gap dazwischen ist mega. Es sind coole Produkte, wo man dann mit Boostern cool was machen kann, aber es ist so krass. Ich finde das so krass, wie wenig wir wirklich machen können. Also es ist ja wirklich
ganz, ganz schlimm, dass wir Leute nicht irgendwie ein Produkt in die Hand geben können und sagen, hier, das ist ein Themendeck. Viel Spaß damit. Das ist ein Deck, wo thematisch aufgegriffen wird, was in diesem Block drin ist. Gibt es nicht. Es gibt ein paar Commander-Decks, die dann noch eigene Commander-Karten haben, die nicht standardlegal sind. Erklär das Leuten. Ich finde das schwierig. Ich finde das echt, echt schwierig und sehr, sehr ätzend. Vor allem, wenn ich mir wirklich überlege, ich wäre ein Neuling. Jetzt gehen wir mal in die nächste Kategorie rein und sagen, okay, nicht von Standard, sondern die kommen von Casual-Freunden. Dann kommen die an, sagen, sie hätten gerne Booster, dann kriegen die mal Booster und gehen wieder. Dann können die immer noch nichts bauen. Und dann gibt es immer noch Leute, die ankommen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was für Formate meine Freunde spielen. Die haben mir das mal gezeigt und ich möchte mitspielen. Ja, können wir nichts machen. Es ist so schwierig. Durch diese tausenden Formate, durch diese tausenden Produkte, es ist wirklich, wirklich schwierig geworden, irgendwas den Leuten an die Hand zu geben und zu sagen, so startest du Magic. Ich bin kein Arena-Verfechter. Ich mag Arena tatsächlich eher weniger. Aber ich muss sagen, der beste Einstieg in Magic ist aktuell Arena. Und das ist traurig, weil es war über Jahre hinweg nicht das Online oder generelle Online-Plattform, mit der man Magic kennenlernt. Ich lerne Magic kennen, indem ein Freund von mir mir das zeigt, indem ich einen Karton finde, wo ich alte Magic-Karten drin hatte von meinem Vater oder sonst was und kann damit spielen, was machen. Das ist das, was mich persönlich bewegt und wie ich das Spiel kriege in mein Leben. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, das sich auch ganz krass geändert hat. Viele Leute, die jetzt länger dabei sind, kennen das vielleicht noch. Es gab damals Zeitschriften wie die Karte Fakt. Da war es dann so, da war eine Preisliste drin. Da hat man nach der Preisliste geschaut, was seine Karten wert waren. Und danach dann getauscht. Ich weiß, dieses Wort ist ganz, ganz selten geworden, gerade im Leben von Card Market oder Ähnlichem. Tauschen ist unendlich schwierig geworden. Ich habe das neulich probiert, ich bin hart gescheitert. Das hat mich sehr hart abgeschreckt. Und ich muss leider sagen, werde ich nicht mehr tun. Ich verkaufe über Card Market und kaufe über Card Market und gut ist. Auch einfach, weil dieses Tauschen ist halt raus. Und wenn man dann hingeht und sagt, ja, ich bin hier voll der coole Anfänger-YouTuber, ich sage euch allen, wie ihr mit Magic anfangt, dann sage ich, kauft Einzelkarten. Wenn ihr keine Ahnung habt, was für Karten es gibt, dann kauft keine Einzelkarten. Dann braucht es Produkte, es braucht Structure Decks, es braucht Theme Decks, es braucht irgendeinen Start, an dem ihr anfangen könnt. An dem ihr das Set kennenlernen könnt, an dem ihr das Spiel kennenlernen könnt. Das tut ihr nicht, indem ihr euch auf Card Market irgendwie 60 Karten kauft. Das ist Quatsch. Booster haben ihre Daseinsberechtigung, Theme Booster haben ihre Daseinsberechtigung. Normale Draft Booster und Set Booster, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Es ist super schwierig, da durchzublicken. Sehr gute Freunde von mir, die früher Magic gespielt haben, sind aktuell durch Dungeons & Dragons wieder an Magic gekommen und kamen dann an und sagen, ey Blacky, wir haben da gedraftet. Und ich so, wow, cool, ich spiele wieder Magic. Ja, ja, war kacke. Und ich so, warum war das kacke? Ja, wir haben viel zu wenige Karten gehabt. Es war total seltsam. Auf einmal kam da eine Old Border Karte bei rum. Wir hatten keine Ahnung, was wir getan haben. Überall diese komischen Art Karten und so Quatsch. Ich so, stopp, stopp, stopp. Ihr habt mit Set Boostern gedraftet. Ja, ja, klar. Was sind Set Booster? Und das ist wirklich das wirklich dieses, als Anfänger einen Kartenpool aufbauen, ist sinnlos. Das war früher anders. Man hat einen Kartenpool aufgebaut, hat den Binder, hat den mitgenommen und gesagt, hier, das ist meine Tauschkarte. Komm, wir tauschen. Voll cool. Gibt's nicht mehr. Gibt's einfach nicht mehr. Man ist hingegangen und gesagt, hey, ich spiele eins der drei großen Formate. Ich spiele Highlander, ich spiele Standard, ich spiele Legacy. Vielleicht Modern. Modern war damals noch sehr klein. Gibt's nicht mehr. Ich muss einen Pauper, Penny Dreadful, keine Ahnung, One vs. One Commander, Multiplayer Commander, Dual Commander, Pre-Modern, Vintage, Old School, Legacy, Modern, Standard, Pioneer und an tausend andere Formate mit mir rumschleppen. Was ist das? Verstehe ich nicht. Das war früher anders. Und es ist schwierig, das einem Anfänger zu erklären. Mit Magic anfangen ist so schwierig wie noch nie. Ich denke, es ist, aber gleichzeitig ist Wizard auch die Firma, die euch sagt, hey, ihr kriegt damit Quality, ihr habt damit Spaß, ihr habt damit Freunde, ihr habt damit einen schönen Abend und, und. Das Problem ist, wenn ich meine Freunde nicht dazu animieren kann, Magic zu spielen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen, dann muss ich halt leider sagen, dann scheitert das daran. Natürlich, wenn man Freunde hat, jeder hat irgendwo Crap-Karten rumliegen und dann gibt man seinen Freunden mal so einen Stapel, hier so, hier hast du 500 Karten, spiel damit. Cool. Muss ich aber leider sagen, funktioniert halt auch nur bis zum gewissen Grad, weil man selber baut ja dann keine Crap-Decks,
sondern man spielt ja seine eigenen Decks. Und also es ist wirklich, wirklich schwierig und ich finde es sehr, sehr schade, dass es so weit kommen muss. Gerade durch diese Neuerungen, die wir alle haben, wo wir neue Spieler mit reinkriegen wollen, indem wir Secret Lair, Walking Dead und was nicht alles machen, diesen Anschlusspunkt zu verfehlen, zu sagen, ey, es ist schwierig, da irgendwie in dieses Spiel reinzukommen. Ich kann mir das selber nur ganz, ganz schwer vorstellen. Wenn ich nicht mit sehr vielen Leuten in Kontakt wäre, wüsste ich das gar nicht. Ich kann jetzt bestimmt 50 Leute nennen, die jetzt hier zugeguckt haben, die gesagt haben, ah, das kann doch gar nicht so schwer sein, wir sind damals auch easy in Magic reinkommen. Oder Leute sagen, ja, ich spiele seit 2 Jahren Magic, das war super easy, da reinzukommen. Richtig. Vor 2 Jahren war das easy. Das ist es aber nicht mehr. Und wenn ihr eine Lösung habt, wie ihr Leute reinbringt, vielleicht habt ihr neulich erst ganz viele Leute zu Magic gebracht, dann sagt mir das mal bitte. Weil aus meiner Sicht ist es gibt's kaum eine Möglichkeit, anständig Leute einfach so in Magic reinzuführen. Und zu sagen, hey, hier haben wir ein cooles Spiel, das macht mir Spaß, das macht dir Spaß, vielleicht? Lass uns das mal zusammenspielen. Wir haben die Problematik mit Einzelkarten, weil es ist eine Problematik für Neuspieler, weil sie kennen diese Karten nicht. Wir haben die Problematik mit hunderttausenden Formaten, die niemand mehr versteht. Wir haben die Problematik mit hunderttausenden Produkten, wo niemand mehr weiß, wofür welches Produkt ist. Und wir haben einfach das Problem, dass es super, super, super seltsam ist, irgendwo noch Anschluss zu finden. Weil dieser Shift von Casual zu Commander in Formate rein. Es gibt das Format Casual, gab es nie. Man ist hingegangen und gesagt, was spielst du? Ja, ich spiele Magic. Spielst du Turnier? Nee, spiele ich nicht. Okay, dann lass mal zocken. Das war automatisch Casual. Das war automatisch 60 Karten, ich hau euch auf die Schnauze. 1 gegen 1. Wenn ich heute in den Laden reinkomme und sage, ey, spielst du Magic? Und dann sagen die, ja cool. Und ich setze meine 60 Karten dahin und die sagen, ah nee, ich spiele nur Commander. Kacke. Nicht wegen Commander, sondern weil es keine Einheit mehr gibt. Das wäre so, als würde es nur noch Turnierspieler geben. Und jemand kommt da an und sagt, ja, das mag spielen, hier ist mein altes Deck. Und der guckt dich an und sagt, nee, ich spiele nur Modern. Das ist nicht cool. Das hatte man damals auch. Aber das waren dedizierte einzelne Turnierspieler. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir sehr einfach an alle Karten rankommen, die wir wollen, wenn wir bereits Geld bezahlen, ist es einfach eine ganz andere Atmosphäre. Dieses Casual ist absolut ausgestorben. Aber das Casual ist genau das, wo die Neuankömmlinge ankommen. Kein Neuankömmling kommt rein und sagt, geil, Turnierspiel, jetzt. Ich weiß nicht, wie das Deck funktioniert, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Turnier. Das ist halt Kacke. Das darf nicht sein. Wir brauchen das Casual. Wir brauchen Einsteigerprodukte. Wir brauchen Set-Erklärungsprodukte. Und das nicht für irgendwelche Altbestandskunden. Und das sage ich, der immer drauf hämmert und sagt, aktuell macht Wizards alles für Neukunden. Und jedes neue Produkt oder jede Sache macht Sinn im Blick auf Neukunden. Warum schaffen sie es da nicht, einen richtigen Einstieg zu machen? Das finde ich schade. Oder eine Erklärung. Es gibt fast keine Erklärvideos dazu, wo der Unterschied zwischen Set, Draft, Booster und sonstigen Sachen ist. Also, das muss man doch erklären. Und dann nicht mit, oh, voll cool, hier ist ein Set-Booster, das ist so aufgedröselt, sondern, yo, das ist ein Set-Booster, damit habt ihr das und das. Wenn ihr das nicht haben möchtet, möchtet ihr einen Draft-Booster, weil mit Draft-Boostern könnt ihr Constructed Decks spielen, indem ihr einfach ein Previously Scaled Sealed Deck draftet, irgendwas macht. Wenn ihr das nicht wollt, kauft bitte Set-Booster. Wenn ihr das beides nicht wollt, sondern einfach nur High Rarity Bling Bling haben wollt, dann kauft Collector-Booster. Und. Es ist halt voll daneben, dass da nicht irgendwie eine Struktur drin ist. Als ich angefangen habe, Magic, Achtung. Lecky erzählt von sehr, sehr langen Zeiten. Als ich angefangen habe, Magic zu spielen, haben wir Casual gespielt. In einem Laden auf dem Boden. Im Fedes. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch existiert. Wir haben irgendwelche Karten genommen und einfach gegeneinander gespielt. Dann gab es solche komischen Themendecks. Die waren voll cool. Die waren aber auch teuer. Die hat man sich einmal gekauft. Ich glaube, 12 oder 13 Mark haben die damals gekostet. Mark. Ja. Das war damals viel Geld. Aber wenn du so ein Teil hattest, konntest du daraus auf einmal ein voll cooles neues Deck haben.
Und wenn du das Deck irgendwann zweimal hattest, konntest du daraus ein richtig cooles Deck machen. Und das war dann egal, ob das die Mirrodin-Sachen waren, die Aufmarsch-Sachen, okay, nee, da war es schon Euro. Egal, die alten Sachen halt. So oder so, das haben sie ja durchgezogen bis zum Schluss. Sie haben immer wieder an den Starterdecks rumgetestet. Am Ende waren es diese komischen Planeswalker-Starterdecks, die einfach für nichts zu gebrauchen waren, weil die so unterirdisch schlecht waren und schwach waren, dass die niemand gebraucht hat. Kein Wunder, dass die aufgelöst wurden. Zeiten von Alara gab es zum Beispiel das Edelmut-Deck. Das hast du dir zweimal geholt, das ist zusammengeschoben, hast ein gutes Deck gehabt. Dann hatten sie Event-Decks. Das ist das, was sie heute Challenger-Decks nennen. Die hast du auch zweimal geholt, zusammengeschoben, hast ein Deck gehabt. Krass, konntest du mitspielen. Du hast einfach so viele coole Produkte gehabt, die als Sealed-Listen-Produkte irgendwie spielbar waren, dass du es machen konntest. Einstiege konntest du damit ganz einfach machen. Du hast dich zusammengesetzt und gesagt, hey, wir schenken dem dreimal das Starterdeck. Oder zweimal das Starterdeck und einmal das Starterdeck. Und daraus kann der ein Deck bauen, was mithalten kann. Klar, ich kann einem jetzt auch viermal das Commander-Deck schenken. Ihr versteht mein Problem. Es ist wirklich, wirklich ätzend. Es ist super schwierig, irgendwie in Magic ranzukommen. Und nochmal der Aufruf. Wenn ihr einen Weg habt, irgendwie Leuten das zu erklären, vielleicht habt ihr, wie gesagt, neulich erst ein paar Leute zu Magic gebracht, sagt mir das. Zeigt mir in den Kommentaren den Weg, erklärt, wie ihr es gemacht habt. Vielleicht kann ich davon was adaptieren, weil ich sehe aktuell keinen Weg. Und das finde ich schade, weil Magic braucht neue Spieler. Magic braucht mehr Spieler. Das Spiel ist großartig. Ich liebe das Spiel. Ich liebe die Karten. Ich liebe auch Comes und Uncomes und Artworks, alles. Es gibt einen Grund, warum ich einzelne Booster aufmache und die als Video hochlade. Auch wenn ganz viele Leute die überhaupt nicht gucken. Also, was will ich denn mit einem Video? Ich will doch hier High-Rarity-Pick-Scheiße haben. Ich mache ein Video mit einem Booster. Beziehungsweise ich mache zwei Videos pro Woche, wo ich die Booster, wo ich jede einzelne Karte durchgehe. Sag hier, die ist ganz cool für einen Anfänger, die ist ganz cool für einen Draft, die hat ein wunderschönes Bild, die ist einfach nur Kacke, was ist das denn für eine Karte und so weiter und so fort. Jede einzelne Karte. Und das finde ich ist wichtig. Und das habe ich als Anfänger genauso gemacht. Ich bin nicht hingegangen, Booster aufgerissen, letzten drei Karten angeguckt, oh rare, pff, weg. Macht man mittlerweile. Aber als Anfänger macht man das nicht. Und wird man auch nie machen. Deshalb, es ist so wichtig, die Anfänger irgendwie zu unterstützen und sie in das Spiel reinzubringen, ohne sie mit irgendwelchem Schrott abzufrühstücken und dann zu sagen, ja okay, dann kauf doch anständige Karten. Das ist einfach schwierig und ich muss sagen, da ist noch ganz viel Nacharbeit möglich und nötig und ich hoffe, das kommt. Dementsprechend schreibt mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Abexit. Ciao, ciao.